Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Let's Plays, der auf die Grave Instanz. Ja, in der vergangenen Folge haben wir es endlich geschafft, hier die Ancient City zu säubern. Und jetzt hatten wir vor, da oben mal zu gucken, was die Bretter so mit sich bringen. Ich hatte ja. Das ist echt komisch mit den Fledermäusen hier. Ich hatte ja angekündigt, dass ich mich offscreen nochmal auf den Weg zurück mache und das Inventar ein bisschen leer räume. Das habe ich auch gemacht. Jo, und jetzt müssen wir gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Ja, es ist die Frage, von wo gehen wir da ran? Letztendlich müssen wir uns ja, werden wir uns da hochstecken müssen, wie es scheint. Ja, ist nur die Frage, wo wir loslegen. Na, vielleicht gehen wir hier hoch. Dass wir denn da hochgehen? Da sind die Fackeln. Die würde ich ganz gerne nochmal mitnehmen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Die hatte ich ja bloß dahin gesetzt, damit ich den Platz hier wiederfinde. Okay, jetzt wird's lustig. Gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Und das dann hochstecken. Und dann würde ich mich, wenn wir oben angekommen sind, würde ich dann eine Wassersäule runtersetzen, also den Wassereimer, damit wir dann auch wieder vernünftig runterkommen. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt überleben. Kann ja sein, dass da oben jetzt irgendwo ein Skelett oder was dergleichen kommt und uns wegsnipern will. Das wäre dann natürlich nicht so toll. Okay, fängt ja schon mal gut an. Wobei ich mich da eigentlich auch rüber basteln könnte und dann gehen wir von unten daran. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die ganzen Kerzen, das ist echt lustig. So, Zombie. Ja, ich komme mal zu dir. Was hältst du davon? Huh? Kuckuck. Ach, jetzt komme ich da nicht ran, oder was? Ja, lass mich in Ruhe. Ja, jetzt kann ich dich aber hauen. Ja. Ich glaube, der ist gerade gestorben. Zack. Dann jetzt mal ein paar Fackeln hin. Und da auch noch eine. Okay. Ja, noch mal ein bisschen Sicherung hier. Ah, ich brauche einen. Gut. Da oben ist ein Creeper, Mann. Das heißt, Steak brauchen wir jetzt gerade sowieso nicht. Hey, komm, bleib hier. Ups, das war ein bisschen zu hoch. Aha. Brennen. Und ein Skelett. Direkt getroffen, wunderbar. Creepy, da bist du. Bounce. Okay. Dann legen wir mal los. Das Skelett müsste eigentlich noch leben. Viele Fackeln brauchen wir auch wieder nicht. Nee, ist doch gestorben. Nur noch besser. Okay.
Haha. Jetzt wird's wieder lustig. So, wollen wir die Ärzte gleich mitnehmen? Ich würde sagen, ich leuchte erstmal ein bisschen aus und dann. So ganz spartanisch ausgeleuchtet. Und dann können wir uns die Ärzte ein bisschen zu Gemüte ziehen. Dass wir ein bisschen was ausplündern. Da ist ja doch noch ein Schrieker. Ja. Ich habe da jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust, da nochmal einzugehen. Also, wir haben. Eigentlich haben wir da in der Engine City alles erledigt. Da gibt es keine Kisten mehr, die. Ach. Die wir jetzt nicht gefunden haben. Wir haben vielleicht nicht jeden Shrieker mitgenommen, aber auf jeden Fall jede Chest. So, dann. Einmal Eisen. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt nicht so Lust, da mich jetzt ganz hoch zu stecken. Also die ganz oberen Roheisenblöcke würde ich glaube ich da liegen lassen. Das wäre jetzt sonst zu viel. Aber die da könnte ich noch mitnehmen. Das wäre nicht schlecht. Ja. Und dann kann ich vielleicht dem Zombie auch nochmal guten Tag sagen. Der scheint ja ziemlich traurig zu sein. So, Eisen, Eisen, Eisen. Yay! Nehmen wir davon noch irgendwas mit? Wir könnten das Gold theoretisch. Ach, egal. Lassen wir stecken. Und den Zombie lasse ich da auch stecken. Sollen doch da weiter rumgurgeln. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen da hoch. Ja, nee, davon brauche ich nichts. So, wir könnten hier theoretisch das Redstone noch mitnehmen, vielleicht. Auch wenn wir es jetzt aktuell noch nicht so brauchen. Zack. Hallo. So rum, Dankeschön. Doch Erfahrung. Hat sich der Zombie gerade einfach den Knochen da einverleibt. Na? Hast du ein bisschen Fleisch und Knochen gefunden? Das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Der sah schon ziemlich sehr tot aus und mager. Ach, das ist wieder so ein tiefen Ding. Eisen. Na gut. So, dann gehen wir da mal hoch irgendwie, vielleicht. Nehmen wir den da weg. Zack. Hängen uns hier eine Fackel hin und da auch nochmal eine Fackel hin. Lava. Ja, ich weiß, mir egal. Und Gleise. Wie finde ich das denn, dass wir hier Gleise haben? Weshalb bin ich hergekommen? Ich glaube, ich habe alles gefunden. Jetzt können wir wieder gehen. Das lassen wir jetzt hier und wir hauen einfach ab. Ja, das wäre irgendwie zu viel des Guten. Ja, machen wir einfach zu. Genau. Und dann nehmen wir jetzt ein paar Gleise mit. Vielleicht brauche ich die für irgendwas später. Und wenn es nur dafür da ist, die Dorfbewohner zu holen aus dem Dorf.
Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal ein anderes Dorf finde. So. Ja, ein paar Fackeln hier aufstellen, damit hier keine Monster spawnen. So. Die Ketten könnte ich eigentlich auch gleich mitnehmen dann. Bei der Gelegenheit. Seht ihr das? Seht ihr, was das da ist? Kohle. Das seltenste Erz ist das. Ja. Aber ich habe jetzt keine Buchsamkeitsspitzhacke, das ist schade. Aber ich könnte das Ding vielleicht ein bisschen markieren, falls ich hier irgendwann nochmal hingehen sollte. Was ich jetzt zwar nicht glaube, aber na, dass ich das dann wiederfinde. So. Ach genau, wir können ja die Ketten auch noch mitnehmen. So. So teuer wie Ketten sind, dass ich vielleicht sogar sinnvoll, wenn wir da ein paar Stücken mitnehmen. Ach, wobei, alle würde ich jetzt auch nicht mitnehmen. Das wäre dann doch zu viel des Guten. Wir nehmen die beiden Ketten hier mit. Und dann passt das schon. Ich weiß sowieso nicht, wie viele wir überhaupt brauchen. Also jetzt aktuell fällt mir da jetzt nichts ein. Kann sein, dass wir beim Fischer eine Kette brauchen irgendwo. Das schließe ich jetzt natürlich nicht aus, aber dafür haben wir dann auf jeden Fall genug Ketten. Notfalls kommen wir nochmal her und holen uns und klauen uns wieder ein paar. Ich meine, man findet ja eigentlich relativ leicht hierher. Der Weg dauert auch nicht so sehr lange. Also das passt schon. Zack. Ups. Die hier ist jetzt runtergefallen. Na gut, dann fröhliches Despawnen bitte. Und zack. So, die gleiche nehmen wir auch nochmal mit. Nom nom nom. Ja, das war's dann hier sogar. Dann müsste ich mich jetzt wieder hochstecken. Beziehungsweise ich müsste dann sowieso bei dem Spinnenspawner da lang. Dann müsst ihr da mal gucken, dass wir da noch irgendwie weiterkommen. Oder geht's da noch weiter? Naja, wahrscheinlich nicht. So, Eisen will ich haben. Nom nom nom. Gib mir dein Eisen. Die Kohle kannst du behalten. Aber wenn ich mal hier bin, dann kann ich mir auch gleich die Fäden mitnehmen. Ah, zack. Beziehungsweise die Spinnweben. Haha. Ja, Spinnennetz heißt das Ding und nicht Spinnweben. Mi, mi, mi. So, dann gucke ich jetzt mal, dass ich irgendwie den Spinnenspawner gesäubert kriege. Nochmal was. Und futtern. Und dann lasse ich mich wahrscheinlich gleich anzünden. So wie ich mich kenne. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel man dafür braucht, um die Dinger zu blockieren. Ich glaube, einmal außen rum war das, ne? So, also jetzt ist es auf jeden Fall blockiert. Jetzt sollte da nicht mehr rauskommen. Schön, schön, schön. Na, geht's hier nochmal weiter, oder? Scheint so. Na dann, gucken wir uns das mal an. Aber natürlich dürfen wir das Eisen nicht vergessen. Yeah! Eisen!
Gib mir dein Eichen. Nom nom nom. Wobbel wobbel. Fackeln lieber unten setzen, dann weiß ich, dass ich hier schon mal war. Warte, ich mach auch mal mit. Dankeschön. Ja, ich komm dich gleich besuchen, keine Angst. Du kommst ja auch dran. Vielleicht. Wenn ich Lust habe. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? Was? 42. Also das sollte auf jeden Fall reichen für das ein oder andere Netz, oder? Perfekt. Noch ein paar mehr Erze vielleicht, damit sich das auch richtig lohnt. Vielleicht finden wir sogar noch eine Geode irgendwo, das wäre natürlich auch super. Upsala. Okay. Dann hätten wir das jetzt auch soweit gesäubert. Dich lasse ich jetzt hier, das brauche ich nicht. Den will ich noch mitnehmen. So, beim Rest würde die Lava dann langlaufen. Ah, du bist wieder happy, ne? Du trägst Gold mit dir rum. Ja, dann. Einmal darüber. Oder wie? Ja, gut. Wenn er schon so glücklich uns besuchen kommt, dann komm mal ran auf den Meter. Hat sogar eine Hose verloren. Hey! Eine nicht leuchtet. Also was Schönes für unseren Gebietsbereich. Dann sind wir das blöde Ding endlich los. Aber ich glaube, wenn ich hier runterfalle, lebe ich auch nicht lange. Das scheint sehr ungesund zu werden. Also, nicht runterfallen. Also, ja, da gehe ich auch nochmal hoch irgendwann. Erstmal gucken wir, was es hier Schönes gibt. Sagt euch nicht, gibt es Lava? Das glaube ich nicht. Das ist nur eine teuchische Optung. So. Hallo? Nichts da. Aber hier geht's nochmal weiter. Nimm ich das mit? Nimm ich das nicht mit? Ach komm. Immer her damit. Ich habe die Schere ja jetzt schließlich nicht ohne Grund mitgenommen. Wir können da jetzt gerne. Wir können die Schere jetzt gerne frittieren. So, haben wir noch mehr irgendwo? Na. Mal gucken. Erst nehmen wir das Eisen nochmal mit. Und mal gucken, was hier Schönes drin ist. Ein paar Gleise. Ein paar Glowberries. Fackeln. Ja gut, Kürbiskerne. Kohle. Und was haben wir hier? Bann. Ach, egal. Nehmen wir mal alles mit. Ja, wer haut nicht mit dem Bogen auf Gleisen rum? Zack. Zack und... Da nochmal. Und dann geht es weiter. Hallo. Da kommt eine Leuchte hin. Und hier kommt eine Leuchte hin. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich mich früher oder später wieder verlaufen werde. Das gefällt mir gerade nicht. Also ich werde jetzt auch die ganzen gleichen nicht mehr mitnehmen, das wäre sonst zu viel.
es hier noch irgendwas? Gleise, noch mehr Gleise. Da geht es theoretisch weiter. Okay. Gut, kann man da mitnehmen. Und hoffen, dass jetzt keine Lava rausläuft. Eisen. Nom 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 nom. Ja, für die bin ich gerade ein bisschen zu hoch. Das ist schade. Ich könnte das Gold vielleicht nochmal mitnehmen. Und das auch. Nom nom nom. So. Creeper. Na, wo ist die Fackel? Ach so, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Na, auch nicht schlecht. Okay. Machen wir das so. Hier geht es runter und hoch. Interessiert aber keinen. Und hier ist es jetzt auch soweit gesäubert. Scheinbar. Ja, das ist die Sackgasse. Okay. Gucken wir mal, was hier klappert. Creeper. Gegen Stein geschossen. Oh, da ist noch ein Spawner. Na komm, stirb. Gute Nacht. Das ist ja richtig groß hier. Ich könnte natürlich mit dem Wassereimer schnappen. Dann da ein bisschen was mit dem Wasser machen. Vielleicht. Dann kommen die Viecher jetzt auf jeden Fall nicht mehr an mich ran. Oh, stich doch mal vor mir. Ich bin auch vergiftet, blöde Viecher. Ach. Ich mag die nicht. Vor allem die Giftung so weh. Aber zum Glück sind es bloß die Giftspinnen und keine Hexen. Die wären natürlich noch schlimmer. Wenn die mit dem Gift durch die Gegend werfen. Ups. Da verteilt sich das gut. Na komm her. Du weißt nicht, der Dude. Du bist ja schon grün. Ist dir schlecht? Und was ist mit dir? Ihr scheint auch nicht mehr so gut zu gehen. Also ihr seid ja echt ordentlich krank, wie es scheint. Aua. Also irgendwie gefällt mir das gerade nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, wie ich da jetzt rangehen soll. Na, erstmal ein bisschen durch. Thank you.
ist denn da jetzt ein Creeper gekommen? Okay. Creeper ist weg. Und eigentlich müsste das Ding jetzt auch so weit gesäubert sein, da, beziehungsweise blockiert sein, da dürfte keiner mehr kommen. Hoffe ich. Und wenn doch, dann habe ich halt Pech. Na komm. Das will ich auch nochmal haben. Gut. Und zack. Dann gucken wir hier nochmal weiter. Gibt es hier noch was Schönes? Ja, ein bisschen Skalk. Kupfer. Creeper. Ansonsten. Na gut, das Eisen, da könnte ich noch mitnehmen. Na komm. So. Ein bisschen Eisen. Für die Tasche. Upsala. Auch wenn das wahrscheinlich bloß einer hat, das ist wohl bloß einer, das habe ich mir gedacht. Aber die können wir auch noch mitnehmen. Nom nom nom. Hey. Noch mehr Lava. Da war gerade noch eine Kiste. In einer Lohe. Oh, sogar zwei. Sehr schön. Was hast du denn Schönes? Oh. Plünderung. Plünderung? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Nicht trennen, okay, schade. Okay, dann wäre es doch schon mal Plünderung 2, was ich auf ein Schwert drauf sammeln könnte. So, noch mehr Gleise, das Zeug. Nom nom nom. Die Sensorschiene brauche ich nicht. Das hier wäre nicht schlecht, das Namensschild. Ja, wisst ihr was? Scheiß auf die Antriebsschiene. Ups. Zack. Und wieder kaputt hauen. Ich mag das ja nicht, wenn hier irgendwo Kisten rumstehen, wisst ihr ja. Ah, sehr schön. Plünderung 2. Ich muss gerade überlegen, was wäre jetzt eigentlich das Maximum an Plünderung? War das jetzt Plünderung 3 oder wirklich Plünderung 2 sogar? Das wäre gut zu wissen. Das könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Essen noch ein bisschen was. Da klappert wieder irgendwo ein Gerippe. Aua, da ist es ja. Iss mal was. Du bist so mager. Beziehungsweise essen und ausreichend bewegen. Zu viel Essen und zu wenig Bewegung ist natürlich auch nicht gut. Aber wem sage ich das? Das sollte ja eigentlich jeder wissen. Ja, ist nur die Frage, inwieweit man das wirklich umsetzt. Ne? Ich meine, ich bin ja gerade auch nicht besser. Ich bewege mich momentan auch ein bisschen zu wenig, aber gut. Eisen. Dich nehmen wir nochmal mit. Und ich glaube, dann machen wir uns auch so langsam wieder auf dem Weg nach draußen, oder? Wir haben ja jetzt hier alles gesehen. Denke ich mal.
Ich meine, wie eine Mine aussieht, weiß ja letztendlich jeder. Wie ein Deep Dark aussieht, weiß jeder. Nein, Asian City. Und so viel gibt es jetzt in der Mine ja auch nicht. So. Einmal wieder Sackgasse. Da geht es jetzt theoretisch noch weiter. Praktisch nicht so richtig. Ah, das war noch Gold. Das soll ich nochmal mitnehmen. Und die Fackel natürlich nicht vergessen, damit ich weiß, dass ich hier schon mal gewesen bin. So, das haben wir nochmal mit. Alles bitte. Das auch. Dankeschön. Ja, Spinne, ich hab dich gehört. Ich weiß, dass du da bist. Da ist ja noch ein Spawner. Das ist ja göttlich. Na, trinken wir noch mal kurz eine Runde. Und dann lösen wir den Spinnenspawner auf. So, Schere, Schere, Schere. Wo bist du, Schere? Da ist die Schere. Ja, das ist die Frage, wie ich da am besten rankomme. Aua! Ich hab dich doch gehauen, blödes Viech. Geh weg. Wollt. Das wollte ich eigentlich machen. Ja, das sind ja kleine Spinnen. Kommen die durch einmal ein Block durch, also durch einen durch oder? Ach Mist. Ich hätte den lieber auf der anderen Seite gehabt. Okay, lol. Dann setzen wir da mal eine Fackel. Das machen wir so. Zack. Und so und so. Hätten wir da schon mal drei. Nochmal was essen und dann können wir nochmal reingucken. Hallo Spinnen! Wo bleibt ihr denn? Put, 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 put. Da bist du ja schon. Wow. Durch die Spinnenweben durchgeschossen. Zum Glück bleibt der Fall da drin nicht stecken. Das wär's ja noch. Aber wo ist die andere Spinne? Die hängt wahrscheinlich wieder irgendwo rum. Da hinten ist sie. Da guckt sie mich an. Sie guckte mich an. Ja, mach mal weg den Zaun. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Durch. Ah, Fäden. Okay. Dann sind wir jetzt auch durch. Das gucken wir uns gleich weiter an. Zack. Was schmeißen wir raus? Was brauchen wir nicht mehr? Den Quatsch braucht keiner. So, aber das Eisen will man haben. Eisen ist lecker. Eisen ist gut. Nom, nom, nom.
Okay, das nächste, was ich rausschmeißen muss, nehmen wir das. Ach, Mensch, danke. Gut. Was haben wir? Hey, guck mal einer an. Noch eine schöne Kiste. Mal gucken, wie schön du wirklich bist. Und noch eine. Ja, Mensch. Das ist ja wirklich ein voller Erfolg hier, die kleine Cheschen. Naja. So. Fröhliches Despawn. Zack. Und was haben wir hier? Ja, sieht ähnlich aus, ne? Rote Beete. Die haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Die Kohle brauchen wir nicht unbedingt. Ja, oder wir schmeißen einfach das vergammelte Fleisch weg. Das braucht auch keiner. So, zack. Höchstens die Hunde als Futter, aber das, naja, ist ja auch noch nicht so wichtig. Ich würde ganz gerne mein Wasser wieder haben. Darf ich das haben? Wo ist mein Eimer? Da ist mein Eimer. Wo habe ich das Wasser hingekippt? Da. Dankeschön. Tschüss. Müssen wir da nochmal lang? Boah, wäre vielleicht nicht schlecht. Aber mal gucken, was es da Schönes gibt, oder? Nicht gibt. Gut. Einmal ja nicht. Man könnte vielleicht noch mal höher gehen, wenn man wollte. Nein, ich will. Ach so. Wollen wir noch eine Session höher? Ja, kann nicht schaden. Dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen höher hinauskommen. Genau, machen wir dann da weiter. Ups. Nein! Jetzt habe ich die Fackeln wieder weggespült. Das war natürlich nicht geplant. Ich Trottel. Warte mal. Da liegt die andere Fackel, danke. Hey, das Eisen. Dankeschön. So, da gehen wir nochmal hoch. Ah, hier ist eine Fackel. Noch mehr Fackeln. Ach, irgendwie. Irgendwie gibt es hier auch wieder nichts. Dann können wir da nochmal rumgucken. Okay, noch mehr Eichen. Ein Skelett. Das Skelett ist nett, aber muss trotzdem weg. Na komm, Scharfschützenduell. Hallo? Feuer! Na, erstmal nochmal was. Und Fackeln. Na moin, was haben wir denn da? Einen goldenen Apfel. Das ist natürlich lecker. Was schmeißen wir dafür weg? Was brauchen wir nicht? Die Bones, würde ich sagen, die kommen weg. So. Und das Eichen natürlich mit. Das muss sein. Okay. Fackel. Das Eichen nehmen wir auch nochmal mit. Irgendwo kriege ich wieder eine Spinne rum. Das höre ich doch. Ja, genau dich meine ich. Ach, ich wollte eigentlich daneben hochspringen. Na komm. Danke. Den Bogen ein bisschen reparieren, dankeschön. Auch wenn ich nicht viel war, aber dass ich auf jeden Fall wieder heile. Ist echt schön. Also ich, das kommt immer ganz drauf an, wie man mit dem Bogen
wie viel man mit dem Bogen machen möchte. Also, man hatte die Möglichkeit da. Oh, das ist drin. Man hatte die Möglichkeit, da Unendlichkeit draufzusetzen. Dann braucht man da bloß einen Pfeil. Oder eben Reparatur. Man muss sich da ja entscheiden. Ich bin jetzt aktuell eigentlich bei Reparatur. Man kann bei den Händlern einen Haufen Pfeile kaufen für sehr wenig Geld. Ja, und ansonsten. Ja, also eigentlich ist das der einzige Grund. Man kann bei Händlern eigentlich ganz gut die Pfeile kaufen. Wenn man jetzt keinen Händler da auf Tasche hat, dann ist es natürlich mit den Endlichkeiten ein bisschen besser. Man kommt ja jetzt nicht unbedingt so schnell an Pfeile ran. Beziehungsweise an viele Pfeile ran. Wenn man jetzt wirklich ein bevorzugter Schütze ist. Ich meine, ich laufe auch eigentlich viel, viel lieber mit dem Bogen rum. Und benutze nur ungern Nahkampfwaffen. Aber ich habe gerade einfach nicht so viel Pfeile. Und da brauchen wir nicht weiter. Und das ist jetzt auch nicht auf Kasse. Jo. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir wieder zurückfinden. Ich könnte mich hier vielleicht auch nochmal rumgraben nach da hinten. Wobei, das macht keinen Sinn, da kommt eh nichts mehr. Gut, dann hätten wir das soweit. Dann sind wir fertig. Die Mine ist gesäubert. Klar, es gibt hier natürlich noch das ein oder andere Erz hier. Also Redstone und halt generell das ganze Zeug, was wir jetzt so schön leuchten sehen. Aber ich denke mal, das brauchen wir jetzt nicht. Das würde jetzt den Rahmen noch sprengen. Da will ich hin. Wie komme ich jetzt wieder runter? Hallo? Hallo? Wie komme ich wieder runter? Ja gut, ich habe einen Wassereimer, ne? Einfacher kann man nicht runter. Wisst ihr was? Warum eigentlich auch nicht? Und zack. Und dann gehen wir da auch mal runter. Wobei wir es eigentlich auch uns hier runter spülen lassen können, oder? Ah ja, komm. Gehen wir da runter. Perfekt. Wir sind wieder da. Jetzt muss ich nur noch den Ausgang finden. Ja, und vielleicht können wir das Eisen noch mitnehmen hier. Nom nom nom. Und das auch noch mal mitnehmen. Zack. Lecker Eisen. Zu viel Eisen im Blut. Wo ist der Ausgang? Und bei meinem Glück laufe ich jetzt doch noch mal in einem Schwieger über den Weg. Das war kein Schwieger. Ich habe schon Schreck gekriegt. Hallo? Hallo? Ne, jetzt wirklich mal Hallo. Wo müssen wir lang? Ne, das ist noch eine Kiste. Habe ich doch noch nicht alle Kisten abgegrast. Okay. Haltbarkeitsrevision, bla bla bla, bla bla bla. Ah, und ein verzauberter Apfel. Ich würde davon eigentlich ganz gerne vieles behalten. Kerzen sind immer lustig. Erfahrungsflaschen, die hauen wir uns gleich rein. Das nehmen wir dann mit und das nehmen wir mit. Ups.
Und das nehmen wir mit und die Leine nehmen wir auch mit. Wobei Leine können auch die spawnen. Meinetwegen, die brauchen wir nicht. Aber das hier wäre schon wichtig. Machen wir es erstmal so. Dann. Nehmen wir uns auf jeden Fall die Kerzen mit. Gleise. Na komm. Machen wir so. Und was fehlt dann noch? Was nehmen wir noch? Komm, Rohkupfer brauchen wir auch nicht. Munteres Despawn. Ja, ich weiß, da war ich aber schon. Wir suchen jetzt den Ausgang. Haben wir ihn gefunden. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden das Video jetzt für heute. Das lief auch schon wieder lang genug. Und wir machen uns dann beim nächsten, in der nächsten Folge dann wieder auf den Rückweg. Und, oder vielleicht gehe ich jetzt auch aufs Grün nochmal wieder zurück und dann sind wir gleich direkt wieder zu, bei uns in der Siedlung. Und dann können wir uns da so langsam wieder an die Gebäudeplanung machen. Können wir entweder die Taverne anfangen oder jetzt das Fischerhaus, weil wir ja jetzt ein paar Netze haben. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dass ihr Spaß dran hattet und dass ihr hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Wenn es da heißt, der Aufstieg Gräfenstanz. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.